Ultrabooks haben ja bekanntlich ein kleines Problem. Weil sie so klein sind, haben sie wenig Platz für Anschlüsse. Auch bei diesem Acer auf den ersten Blick nur ein Stromadapter, Lüfterausgang, hier auf der linken Seite noch ein Kartenleser, der Powerschalter, die Front ist leer und die rechte Seite hat einen Headset-Anschluss. Acer hat sich Folgendes einfallen lassen: die Technologie namens Magic Flip fährt auf Knopfdruck die Anschlussleiste heraus und wir finden Thunderbolt, USB 2.0 zweimal oder 3.0 und HDMI. Hier nochmal zur Demonstration, vielleicht hört ihr den Motor auch, der ist nicht gerade leise. Aber man kann davon ausgehen, dass es durchaus einige Jahre durchhält. Ist das Magic Flip eingefahren? Ist das Gerät standardmäßig sehr flach? Bitte. Der Test hat ergeben, dass wenn das Gerät ausgeschaltet ist und man hat vorher vergessen, den Magic Flip zu schließen, ist es nicht mehr möglich, den auch noch im Nachhinein zu schließen. Das Gerät muss also kurz gestartet werden, der Knopf gedrückt und dann erst ist das Gerät für die Tasche bereit. Kommen wir zur Arbeitsfläche. Wir sehen ein Glare-Display, 13 Zoll HD-Ready, eine nicht beleuchtete Tastatur, schwarz, das Gehäuse ist mattschwarz, ein großes Touchpad mit integrierten Tasten, zwei kleine Status-LEDs für den Betriebszustand und die Akku-Anzeige. Die Blickwinkel dieses Ausstellungsgerätes hier auf der CeBIT 2012 sind nicht berauschend, grob. Fahrlässig könnte ich jetzt sagen, Acer-typisch. Glare-Display natürlich, wie schon gesagt. Hier ist der Schalter für das Magic Flip. Vielleicht hört ihr es jetzt. Ich drücke. Das Ding ist ausgefahren. Ich drücke nochmal. Es fährt sich wieder ein. Das Acer Aspire S5 siedelt Acer als das Premium-Modell der Ultrabooks aus dem eigenen Portfolio an. Es wird ausschließlich mit SSDs verbaut werden und in den nächsten Wochen in Deutschland erscheinen.